unglaublich. Schon als ich mich beworben habe, war ich voll von der Story begeistert. Eigentlich bin ich nicht so der Typ von wegen so Magierzeug oder sowas, aber als ich einfach gesehen habe, wie die Charakteren sind und wie sie einfach nur aufeinander passen und einfach alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben, war ich einfach nur unglaublich begeistert von der Story. Ich würde sagen, Annabeth und ich haben gemeinsam, dass wir beide etwas frecher sind. Also wir lassen uns wirklich nicht den Mund verbieten und ich glaube, dass Annabeth auch sehr gut kontern kann, wenn sie will. Ich würde sagen, dass Annabeth wirklich eine sehr gute Freundin ist und wie schon gesagt, dass sie sich traut zu widersprechen und ihre Meinung sagt. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass sie einen auf stark tut und ich glaube, dass sie das einfach nur macht, um sich zu schützen und innerlich aber etwas verletzlicher ist. Definitiv Gryffindor. Ich meine, ich mag es draußen zu sein und Scheiße zu bauen. Ich glaube, das machen die Gryffindors auch gerne. Ja, ich habe eine 12-jährige Schwester und sie kann mir echt auf die Nerven gehen. Wir streiten uns andauernd, wir zicken uns an, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann sind, glaube ich, alle Geschwister füreinander da und ich dann auch für sie und sie auch für mich. Da würde mir einiges einfallen. Mal davon abgesehen, dass ich gerne Gedanken lesen könnte von irgendwelchen Freunden bzw. eher Feinden, würde ich manche Leute gerne in Schnecken verwandeln. Oh, das wäre ein Traum. Hallo? Wer nicht? Ich bin so gespannt darauf, wer stirbt und wer nicht und all das. Ich weiß echt nicht, wie es enden wird und was Annabeth tun wird. Da fällt mir einiges ein. Vielleicht sowas wie, lieber Prinzessin als ein Bauer wie du. Meerjungfrauen. Definitiv Meerjungfrauen. Ich weiß, es klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen typisch Mädchending und oh, sie steht auf Meerjungfrauen. Aber es ist seit Ariel und sowas halt, dass ich voll fasziniert davon bin, unter Wasser zu sein und nicht zu atmen und so. Also, es ist mein Lieblingsfantasiegeschöpf. Das ist eine echt schwere Frage. Vielleicht würde ich irgendwo hingehen, wo gerade Zac Efron oder Logan Lerman ein Café verlassen und ich laufe aus Versehen gegen sie. Ups! Nein, Scherz. Ich würde, glaube ich, gerne ins Mittelalter oder sowas reisen, weil mich das irgendwie interessiert, wie die Leute damals gelebt haben und diese typischen Hollywood-Filme aus dem Mittelalter und so finde ich total toll. Also Leute, schaut euch unbedingt Tom Riddle, der größte Magier aller Zeiten an. Ihr verpasst sonst was. Hi, ich bin Candace Akala, gesprochen von Little Skyscraper. Verpasst nicht den YouTube-Start von Tom Riddle, der größte Magier aller Zeiten.